Hallihallo meine lieben Leute, euer Seeker ist wieder am Start. Nach einiger Zeit, es tut mir leid, aber ich lag wirklich einige Tage K.O. im Bett. Mich hat eine Erkältung übermannt und mittlerweile geht es wieder, aber es war echt nicht so optimal, um jetzt aufzunehmen. Deshalb musste ich euch ein wenig gedulden. Nein, deshalb musstet ihr euch ein wenig gedulden. So rum ist es, ja. Ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite so gesagt. Und schauen wir mal, was Alistair Lyon sagt. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lyons. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in ihren Händen. Lyons, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Sohn, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und er weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer, etwas, um Ausrüstung zu finden. Er braucht Unterstützung. Nun gut, wir werden eine Lösung finden. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Gut, die legt sich jetzt pennen. Hau rein. Den gelehrten Rothschild um Zugang zu einem Vorkriegscomputer bitten. Das muss ich tun. Und ja, wie gesagt, was ich noch eben fortsetzen wollte. Ich war ziemlich am Arsch und habe auch auf meiner Facebook-Seite geschrieben, dass ich krank bin. Und einige haben das dann auch wohl auch gelesen. Die paar, die auf Facebook wohl ab und zu mal was lesen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Zeit genommen, mich erstmal vorläufig zu erholen. Also ein bisschen ist die Nase noch zu, ein bisschen ist der Hals noch zu, aber soweit funktioniert es, dass ich was aufnehmen kann. Alistair Owen Lyons, persönlicher Eintrag, den nehme ich doch einfach mal mit. Gelehrter der Bruderschaft, schauen wir doch mal. Das hier dürfte Rothschild sein. Seien Sie gegrüßt. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen Ihrer letzten Visionäre verloren. Danke für das Verständnis. Woher kennen Sie meinen Vater? Ja, was auch immer. Helfen Sie nur oder nicht? Woher kennen Sie meinen Vater? Ich bin schon seit vielen Jahren in der Bruderschaft. Lang genug, um beim Anfang des Projekts Purity dabei gewesen zu sein. Ich arbeitete nicht direkt mit Ihrem Vater. Er und sein Team legten großen Wert auf Unabhängigkeit. Und das habe ich stets respektiert. Danke für das Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tech-Ausrüstung. Mein Vater hat nach etwas namens GEEK gesucht. Haben Sie sowas? Ich muss ein GEEK finden. Schauen wir mal, ob er das irgendwie anders vielleicht genannt hat. Ein GEEK? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Also, kennen Sie einen möglichen Fundort? Mir läuft die Zeit davon. Legen wir los. Legen wir einfach mal los. Nun ja. Ich fürchte, mit dem Auftauchen der Enklave ist die Bruderschaft zurzeit recht beschäftigt. Ich ließ vorübergehend meine Pflichten ruhen, um Ihnen zu helfen. Vielleicht war das falsch. Trotzdem könnten wir das haben, was Sie suchen.
Oben im Archiv steht ein altes Vault-Tech-Terminal aus der Vorkriegszeit. Ich werde melden, dass Sie Zugriff darauf benötigen. Danke für die Hilfe. Es ist verdammt nochmal an der Zeit. Danke für die Hilfe. Wir wollen ihm ja nicht irgendwie frech gegenüber sein. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. In Ordnung. Neues Ziel. Den Vault-Tech-Computer im Zitadellenarchiv verwenden, um herauszufinden, wo sich ein GEEK befindet. Willkommen. Das bedeutet, wir müssen, glaube ich, hier lang. Nein. Ach, das wird mir doch hier angezeigt, verdammt. Wow, da ist eine Tür. Einfach so. Toll, toll. Zuckerbomben, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die braucht man nämlich für den Superjet. Für dieses medizinische, weiß nicht was, Shit. So. So. Was gibt's hier noch? Noch mehr Zuckerbomben, Kartoffelchips, Nudeln, Eichhörnchen-Eintopf, Eichhörnchen-Bissen, Eichhörnchen am Stiel. Wieso fressen die Eichhörnchen? Sind die scheiße? Na gut, zumindest Kartoffelchips haben sie da. Also irgendwie bin ich verwirrt. Muss ich vielleicht eine Etage höher oder tiefer? Ne, tiefer geht scheinbar nicht. Gehen wir mal eine Etage nach oben. Nein. 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 Gehen wir mal hier lang. Das scheint es, der Hof der Zitadelle. So, ein kurzes Save-Game. Was haben wir eigentlich gerade für eine Waffe drin? Ach, das gute Plasmagewehr von dem Androiden. Wie ist er noch gleich? Harkness? Harkness, glaube ich. So, meine Fresse, schon 7 Minuten vorbei. Das ist krass. Und die gute stählerne Bruderschaft, die man aus dem Cover auch von Fallout 3 kennt, hat sich hier niedergelassen in dieser Zitadelle. Und jetzt muss man hier an dieses Vault-Tech-Terminal. Vault-Liste Washington und Umgebung. Vault-Tech-Personaleinsatz. Requisitionsformular anfördern. Also, erstmal schauen, wo gibt's denn hier Vaults überhaupt? Vault 76, 87, 92, 101, 106, 108, 112. Ausrüstungsausgaben. Okay, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Ich hätte jetzt eigentlich mehr darauf gehofft, dass man irgendwie Kartenmarkierungen kriegt, wo die dann sind. Vault-Tech Personaleinsatz, Requisitionsformular anfordern. Beschädigte Datei, bla bla bla. Vault-Tech Personaleinsatz. Beschädigte Datei. Schauen wir nochmal. Vault, Ausrüstung. Personalzuweisung. Dr. Braun. Ach ja, da waren wir ja schon drin. Projektziele. Zugang verweigert. Vault 108. Projektziele. Beschädigte Datei. Personalzuweisung. Brody Jones. Krebsgeschwür, bla bla bla. Im Idealfall führt diese innerhalb von 40 Monaten nach Projektbeginn zu seinem Tod. Ausrüstungsangaben. Nuklearenergie, Mini-Geothermal, Verteidigungswaffen der normalen Angaben. Das ist es scheinbar auch nicht. Die 106er. Personalzuweisung. Dr. Albert Lurris. Ausrüstungsausgaben. Vault 101. Projektziele. Zugang verweigert. Personalzuweisung. Fehler. Ausrüstungsausgaben. Dateien sind beschädigt. Also das ist die, aus der wir ja kommen. Da scheint nichts mehr von übrig zu sein. Keine Ahnung. Auch hier ist wieder beschädigt. Zugang verweigert. Vault Nummer 92. Musikinstrumente aus. Aufnahmegeräte.
87. Projektziele, Zugang verweigert. Beschädigte Dateien. Meine Fresse, ne. Cyberbrain, da haben wir's. Den gelehrten Rothschild zu Vault 87 befragen. Das ist die Vault, die wir brauchen. Die 87er. Mich würde jetzt interessieren, ob ich schon Daten, Weltkarte, ob ich schon Markierungen dann hätte. Hauptquartier der Regulatoren, da müsste man auch mal hin. Tapon Station, nee, scheint mir nicht, als wären hier irgendwie die Vaults eingezeichnet. Schade. Wäre toll gewesen, dann hätte man nämlich die ganzen Vaults auf der Karte mal gehabt, dann wüsste man, wo man immer hin muss. Aber das scheint jetzt noch nicht der Fall zu sein. Wo ist denn jetzt? Ach ja, ein nach unten. Rothschild, wo ist er? Er ist hier links in der Tür. Nein, ist er nicht. Er ist eine Tür weiter. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Ah, sie sind wieder da. Brauchen sie noch was? Du siehst gruselig aus in diesem Licht. Vault 87 hat ein GEK, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich muss Vault 87 finden, und zwar sofort. Sofort! Dann darf ich wohl davon ausgehen, dass Sie Erfolg gehabt haben. Wie es der Zufall so will, besitzt die Bruderschaft einige Informationen über Vault 87. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was wir wissen. Ach Mensch, jetzt muss der wieder laufen und laufen und laufen und laufen. Die Bruderschaft steht zu Ja, schön für die Bruderschaft. Cram, Fancy Lads Kuchen, Zuckerbomben. Gibt's noch irgendwas? 10mm Pistole, also ich meine, mitnehmen kann man immer, ne? Mitnehmen kann man immer. Ich schlaf mal eine Stunde. Der Kerl wird mir wohl nicht einfach hier vor der Nase weglaufen, von daher. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Mal kurz was getrunken. Wieso? Was ist daran schwierig? Ich wäre damit fertig. Was ist daran schwierig? Erstmal schauen, was mich erwartet. Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. Wie komme ich durch die Strahlung? Es muss einen anderen Weg geben. Das war's also? Ich bin aufs Kreuz gelegt worden. Wie komme ich durch die Strahlung? An der Strahlung kommt man nicht vorbei. Wer es versucht, ist tot. Komm ich mit einem Strahlenanzug, verdammt nochmal. Es muss einen anderen Weg geben. Also, auf dummen Stellen wollen wir uns hier ja nicht, ne? An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Sie wissen es nicht? Nun, ich denke, es ist Zeit, für Klarheit zu sorgen. Ich werde selbst hingehen. Dann gibt es also da unten eine Vault und Sie haben sie nie erforscht? Fragen wir doch mal, ob sie nie erforscht wurde. Es gab einige Versuche, aber unsere Ressourcen sind knapp. Die Strahlung stellte sich als tödlich heraus, also kümmerten wir uns um andere Dinge. Vielleicht haben Sie mehr Erfolg. Nun, danke für die Hilfe. Leider können wir nicht mehr tun, denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Ja, ja, gut. Auf jeden Fall muss ich leider mehr oder minder will er früh den Part abbrechen, weil wir schon bei 14 Minuten sind. In diesem Teil sind wir in der gesamten Zitadelle misslungen gekommen, haben mit Bruder Rothschild ein wenig gesprochen und müssen nun in Vault 87 gehen, durch einen externen Eingang, da der Haupteingang scheinbar tödlich verseucht ist. Und das werden wir im nächsten Teil machen, zumindest hoffe ich das. Und ja, dann sehen wir uns einfach mal im nächsten Teil von Let's Play Fallout 3. Euer Seeker, macht's gut. Haut rein. Ciao.